Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, manchmal sind es ja die einfachen, kurzen und nur flüchtigen Begegnungen, die einen besonders in der Erinnerung bleiben und die einen besonders bewegen. Und so ging es mir vergangene Woche am Rande der Betriebsversammlung der Firma Schaeffler in Homburg. Unsere Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger hatte dort gesprochen. Beim Hinausgehen hat mich ein Mitarbeiter angesprochen, den ich kenne und der schon länger in dieser Firma arbeitet, ja, sein ganzes Leben dort wahrscheinlich, sein Berufsleben dort verbracht hat. Er sagte mir, ja, natürlich, er freut sich darüber, dass wir da sind und da sein und er wolle sich nicht beklagen, aber eins sei ihm wichtig und was ich bitte mitnehmen soll und auch hierher mitnehmen soll. Er arbeitet hier schon gefühlt ewig, sein ganzes Leben, aber den existenziellen Druck, den er jetzt spüre, der wäre doch nie so stark gewesen, weil er merke, wie viel sich momentan grundlegend verändere. Dass er und seine Kolleginnen und Kollegen Angst haben müssten, auf dem Weg der Umwälzung nicht mehr mitgenommen zu werden, ja, links liegen gelassen zu werden. Es war ihm wichtig, das zu sagen, dass er und alle anderen seiner Kollegen bereit dazu sind, auch neue Wege mitzugehen. Er bat aber eindrücklich darum zu helfen, dass dieser Wandel auch wirklich funktionieren würde. Auch für ihn, auch für seine Kolleginnen und Kollegen. Warum ist das so wichtig und warum erwähne ich das hier und heute? Weil es doch diese Schicksale sind, diese Befürchtungen, die uns in der Politik antreiben, etwas zu bewegen und die Zukunftsfähigkeit der Industrie im Zuge der anstehenden Wandlungsprozesse zu stärken und zu erhalten. Es geht dabei nicht um theoretische Debatten. Wir kämpfen ganz konkret für eine Zukunft der saarländischen Industrie, damit tausende Arbeitsplätze das persönliche Schicksal in unserem Land eine Zukunft haben. Das ist das Entscheidende und das soll unser Antrieb sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dafür setzen wir uns ein. Und seien wir ehrlich, für viele geht es nicht mehr darum, oder für viele ist Industrie etwas vor allen Dingen aus einem vergangenen Jahrhundert, nichts mehr von heute. Manche glauben, die Zeit wäre schon vorbei für die Industrie. Manche wollen sogar, dass Deutschland am besten keine Autos, kein Stahl mehr produziert. Für manche geht es um Klimaschutz oder Industrie. Aber das ist falsch. Es geht um Klimaschutz und Industrie. Es geht um Klimaschutz durch Industrie. Und dafür spielt Wasserstoff eine herausragende Rolle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist das Ziel unseres Antrags. Dafür machen wir uns stark. Die Herausforderungen, vor welcher wir stehen, sind immens. Jahrhunderte, über 200 Jahre waren Kohle, Öl und Gas die Energieträger der Industrie. Jetzt soll bis 2045, also in 15 Jahren, schon der Umstieg hin zur klimaneutralen Produktion gelingen. Ja, Eugen, das haben wir noch, wollten wir heute noch sagen, ist natürlich wichtig, dass auch im Bereich der erneuerbaren Energie ein radikaler Ausbau notwendig ist. Und wenn das gelingt, sichern wir mit der modernsten Industrie der Welt unseren Wohlstand für Generationen von morgen. Wenn nicht, verlieren wir Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze. Und wo gilt das mehr als im Saarland? Hier schafft die Stahlindustrie bis heute gute Arbeitsplätze und schafft Zukunftssicherheit für Familien. Eugen Roth hat darauf hingewiesen. Und genauso gilt das auch für die Automobilindustrie und ihre Zulieferer. Nicht umsonst habe ich am Eingang das Beispiel Schaeffler in Homburg erwähnt. 42.500 Arbeitsplätze hängen daran, an der Automobilindustrie und der Zulieferer im Saarland. 42.500. Rechnet man dazu noch die Familien ein, dann hängen weit über 100.000 Existenzen im Saarland an der Automobilindustrie allein. Diese Beschäftigten sorgen gemeinsam mit ihren Betriebsräten, Gewerkschaften, Unternehmensleitung für eine Wertschöpfung von über 16 Milliarden Euro. Und diese Arbeitsplätze im Saarland stehen für viele Existenzen, für Familien, Hoffnungen, Ideen über den Tag hinaus. Dahinter stehen Menschen. Und ich will Ihnen nicht irgendwann sagen, dass Sie auf der falschen Seite der Geschichte gestanden haben. Ich will, dass die Politik alles dafür tut, dass sie auch in Zukunft von guter Arbeit
leben können. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Bekenntnis zur Industrie, zu unserer Industrie im Saarland so wichtig. Ohne Industrie keine mittelständischen Betriebe, keine Dienstleistung, keine Infrastruktur, kein kulturelles Leben, keine Sicherheit, kein Auskommen, ja, kein Saarland, jedenfalls keines mehr, wie wir es kennen und lieben gelernt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wer sich so zur Industrie bekennt, der muss auch einen Plan für die Zukunft haben. Diese Landesregierung steht dafür mit ihrer Ministerin Anke Rehlinger. Liebe Anke, jeder weiß, dass du dir nicht gerade die einfachste Aufgabe ausgesucht hast. Aber die Menschen in Neunkirchen oder in Homburg oder überall im Saarland, die spüren doch, dass es dir ernst ist. Das Saarland hat nur eine Zukunft, wenn wir den Strukturwandel und die Transformation meistern. Und diese Landesregierung arbeitet hart dafür. Das spüren wir jeden Tag und das muss auch heute noch mal da gesagt werden. Dafür wird das kommende Jahrzehnt entscheidend sein. Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze sichern und Klimaschutz vorantreiben, das ist unser Ziel. Und darum genau geht es in unserem Antrag, der heute vorliegt. Es geht darum, dass das Saarland zum Vorreiter wird beim Thema Wasserstoff. Mit der Förderung vom Bund besteht jetzt auch endlich eine Chance dazu. Grüner Wasserstoff aus regenerativer Energie erzeugt synthetische Kraftstoffe oder erzeugte synthetische Kraftstoffe wie sogenannte E-Fuels sind eine echte Chance für den Industriestandort im Saarland. Bestehende Industriearbeitsplätze und viele letztlich davon abhängige Arbeitsplätze in anderen Branchen bekommen eine Perspektive, neue Wertschöpfungsstrukturen mit zukunftsweisender Beschäftigung entstehen zu lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen vor enormen Veränderungen. Der Umstieg auf klimaneutrale Produktion wird kommen. Längst geht es mehr um das Ob. Längst geht es nicht mehr um das Ob, jetzt geht es um das Wie. Deshalb geht es darum, Chancen zu nutzen. Deutschland hat jetzt die Chance, weltweit zum Vorreiter für klimaneutrale Produktion zu werden. Wasserstoff ist ein wichtiger Baustein dafür. Und ich bin deshalb stolz, dass das Saarland vorne mitspielt. Ich freue mich auf die Zukunft. Das ist ein wichtiger Schritt, den wir heute gehen. Glück auf und vielen Dank.